Hi, ich bin Ferdi von CETA Automotive. Wir cruisen heute im Audi A5 2 Liter TDI Sportback als Facelift-Variante. Und ich muss ja ehrlich sagen, die haben das Facelift ja mal brutal heftig aggressiv gestaltet. Weil wenn man die Front sieht, im ersten Augenblick denkt man, oh, ES, da kommt ein ES. Und dann kommt er näher, keine ES-Embleme. Dann kommt er noch näher, sieht wild aus. Und dann fährt er vorbei und hinten keine ovalen Endrohre. Dann denkt man, okay, krass, das war ein normaler Audi A5 mit S-Line-Paket. So, wir zeigen euch das einmal von draußen, was ich euch einmal zeigen wollte. Und zwar, beim Facelift sind ja keine echten Endrohre mehr vorhanden. Da haben die halt das im Diffusor integrierte und haben aber links hier hinter immer noch echte Endrohre, die dahinter wenigstens vorhanden sind. Aber auf der rechten Seite haben wir die Blende geschlossen, weil hier halt der AdBlue-Tank sitzt. Und deswegen ist auch bei den ganzen S5 TDI-Fahrzeugen halt nur Fake-Blenden drin, weil hier ebenfalls nur der AdBlue-Tank weiterhin sitzt und der dann auch nur links den Auspuff hat. Das haben die halt jetzt durchgehend bei allen Fahrzeugen, beim S6, S7 TDI kennt ihr das ja auch. Der hat auch nur links einen Endschalldämpfer und die Blenden sind vollständig Fake. Hier haben wir ja wenigstens hier hinter noch eine Abgasanlage, die Abgase rausflutet. Deswegen ist das hier auch verrußt. Und da ist es halt nur sauber bzw. Dreck von der Straße. Und das finde ich sowohl geil als auch ein bisschen weniger geil zur gleichen Zeit, weil dadurch fehlt ein bisschen das Unterscheidungsmerkmal meiner Meinung nach. Was sagst du? Oder? Wenn die alle von vorne so bullig aussehen? Kein Kommentar. Okay, auf jeden Fall. Ich finde den brutaler als den RS5, ich sag mal so. Der aber sieht doch genau gleich aus. Würde ich nicht wissen, dass hier Active Sound ist, würde ich sogar sagen, das ist ein RS5. Hätte ich den Hinter nicht gesehen. Das Krasse ist, wir hatten noch den RS5 mal da, weißt du nicht mehr, mit dem Klappenmodul? Obwohl, ich glaube, ich würde sogar denken, dass der extra auf A5, was war das denn, Alter? Das war auf A5 Optik umgebaut wurde, obwohl es ein RS5 ist. Rückrüstung, na schön, Understatement. Weil der schwarze, den wir hatten, war ein RS5, ne? Ja, genau, das war ein RS5. Der klingt mehr nach einem RS5. Krass, ne? Ja. Das klingt schon... Oh, Alter. Bassig. Ist schon krass. Bassig. Auf jeden Fall, wir zeigen euch gleich mal das Auto auch noch mal ein bisschen detaillierter von vorne und von hinten, weil ich muss wirklich zugeben, ich finde den als Facelift unheimlich gut gelungen. Also Interior ist natürlich immer Geschmackssache. Der eine sagt, ich habe gerne Knöpfe zum Anfassen, der andere sagt, ich finde Touch geil. Das ist pure Geschmackssache, ich meine natürlich draußen auch. Aber von draußen die Aggressivität der Front und so, das kann man ja nicht wegdiskutieren. Das ist ja wirklich gegeben und finde ich halt geil für jeden, der das Fahrzeug als S-Line-Fahrer fährt, sagt heftige Optik. Umgekehrt halt jeder, der ein RS hat oder ein S, der sagt, sieht alles gleich aus. Also dadurch, dass der Standard jetzt schon die Wabenoptik hat, ist das schon automatisch so aggressiv, dass man das ein bisschen vergleicht mit den RS-Modellen, weil vorher waren ja die Wabenoptik immer nur bei den RS-Modellen und jetzt hier halt auch bei den Standard-S-Line-Fahrzeugen. Und finde ich gut und schlecht gleichzeitig. Schlecht wegen dem Unterscheidungsmerkmal, gut, weil es einfach nur geil aussieht. Und ja, hier wurde nachgerüstet das Active Sound System mit einem Aktuator und dem RSE. Und dementsprechend haben wir halt untenrum das schön bassige und obenrum kommt halt das aggressive vom RSE dazu. Und dementsprechend klingt das halt ziemlich auffällig, nicht mehr so an das Statement, wie man jetzt hier meinen könnte bei einem 2 Liter TDI. Boah, das ist geil. Jetzt hören wir nur noch den Bass von hinten. Also hier ist übrigens Soundfile 8. Wir werden euch einfach gleich mal ein paar Screenshots machen. Wir probieren einfach mal ein paar Einstellungen aus, verschiedene Soundfiles und blenden euch das einfach mal mit rein, dass ihr halt so seht, okay, welches Soundfile wird gerade gezeigt und dann kann man das entsprechend ja zuordnen von den Einstellungen in der App zu dem Klang, den wir hier hören. Aber ich finde den ja mega, ne? Also das hört sich ja richtig gut bassig an. Doppelverglast ist er, glaube ich, nicht. Nee, ist einfach verglast. Aber was ich unbedingt feier ist, ich weiß nicht warum, es ist mal so, wir haben keinen Drehzahlbegrenzer im Stand. Deswegen können wir halt den Klang komplett zeigen. Also über das Drehzahlband, das ist schon krass, ey. Und auch wie er klingt, aber richtig wie aggressiv, ey. Das ist schon klingt echt. So, und jetzt wechseln wir mal einmal, wo ich hier auf dem Screen, also so ist halt ausgeschaltet, ne? Ja. Ich höre jetzt wieder das Rasseln so krass. So, und jetzt haben wir A-Modus an. Alter, wie der Bass. Ups, was willst du denn? Alter, wie der. Und den RSE hört man halt richtig krass oben herum aus, ne? Aber ich fand das mit Pfeil 8 hier, mit dynamischem Modus, geiler.
Das klingt das halt heftig, alles echt. Ne? Das ist krass, ey. Also man sitzt drin und man denkt wirklich, das ist die Abgasanlage, oder ist nicht. Wir haben echt letztens, ich weiß nicht, ich glaube vor 2-3 Tagen, da war gerade jemand auf dem Hof mit einem RS3 OPF und ist weggefahren und dann hinterher ein S6 TD mit Unit. Und auch so ungefähr so eine Einstellung her. Er war eher lauter als der RS3 beim Wegfahren, ne? So einfach an der Kreuzung. Boah, das Rasseln vorne ist schon manchmal echt laut, aber sonst ist der heftig. Ich glaube, der ist einfach noch nicht warm genug. Guck mal, das Öl ist erst bei 62 Grad. Wo steht das? Ach da. Hier. Ich glaube, noch ein bisschen mehr gewinnen. Fahren wir noch eine Runde. Ja, guck mal, der ist schon bei 70 Grad. Das geht jetzt zack, zack, zack. Das Rasseln wird auch weniger, oder? Also ich finde das jetzt wieder weniger. Oder ich achte nur so krass drauf, weil man halt von vorne nichts anderes hört, außer das. Das ist ja kein Motorgeräusch. Ist ja echt leise, ne, alles? Ist eigentlich nur der hat auch keinen Fake-Sound von vorne, ne? Nee, für deswegen vielleicht. Also man hat, der hat gar nichts, weil die Zalierte, die haben nichts. Nur die S-Modelle. Das ist nichts außer dem Bass. Bass. Okay. Ja. Wir haben hier das neue Interior-System, weil wir haben ja erwähnt, es ist ein Facelift und der Facelift hat jetzt hier sozusagen das große Touch drauf. Das hier sieht aus wie bei den neuen A6 und A7 Modellen, also von der Bedienung her komplett identisch, nur halt, dass wir das aufgesetzte Display haben und nicht hier halt integriert in der Mittelkonsole. Und wir könnten das Soundsystem jetzt entweder steuern über die Audi Drive Select Profile oder wie in diesem Fall halt über eine andere Taste, entweder über Start-Stop oder ESP. Und das wird halt immer getriggert, also entweder Start-Stop doppelklicken oder ESP doppelklicken, da die Start-Stop-Taste hier vom Besitzer sehr häufig genutzt wird, wollte er es halt gerne lieber hier haben, weil er es gern unabhängig vom Audi Drive Select macht. Und dadurch einfach Doppelklick hier drauf, zack, jetzt ist es ausgeschaltet. Nochmal Doppelklick, haben wir das Profil mit dem A-Modus. Ja, das hört man direkt. Was ich, hey, woo. Okay, und dann halt nochmal, Alter, hat er eine Launch Control? Die hat ja eine Doppelkupplungsgetriebe. Ja, doch, bestimmt. Ja, lass mal testen. Also erstmal kurz hier rechts ranfahren. Excusez-moi. So, und dann, wie testen wir das? Wir machen Dynamikmodus an. Wir machen ESP aus. Denn der eine hat, das kann ich mir noch nicht vorstellen. So, und jetzt. Ja, Mann. Ist das geil? Ist das geil? Come on. Das zeigen wir euch gleich nochmal von draußen. Ey, das ist heftig. Wir sprechen vom 2 Liter TDI Audi A5 Sportback Facelift mit einer Launch Control mit Active Sound. Das feiere ich jetzt schon mal tierisch ab. Okay, und dann gibt es eigentlich gar nichts mehr zu zeigen, ne? Also, dass das echt krass klingt. Alter Schwede, Alter. Ey. Das vibriert ja sogar im Bauch. Ja. Das spürt man auch in den Sitzen. Wir machen jetzt. Zählen wir jetzt, genau. Sound aus machen wir. Sound aus, danach machen wir Soundaufnahme mit A-Modus. Danach machen wir Soundaufnahme ohne A-Modus. Und dann mache ich verschiedene Soundfiles und dann ist immer wieder ein New Cut. Also wir machen. Wollen wir jedes Soundfile mit Launch Control machen? Ja, wie du meinst. Das wird aber dann ein 30-Minuten-Video. Machen wir, ne? Ja. Okay, ich mache dann Screenshots von den Einstellungen immer. Also wir machen ohne A-Modus. Also jedes Mal, wenn du wieder zurückkommst, sage ich dann einfach für mich so 1, 2, 3 und danach benenne ich sie auf dem PC. Ja, und dann mache ich Screenshots nach und nach und nach und schicke dir die rüber. Okay. Okay. Können direkt loslegen gleich, wenn ich Daumen zeige. Das war jetzt eins. Zwei. Das ist geil.
geil. Entweder klingt es wie ein Käfer oder wie ein Moped. Krass, ne? Irgendwie ein bisschen freaky, ein bisschen geil. Du machst das an, ich habe so einen Lachflash bekommen. Es klingt ja wohl wie ein Motorrad, 125 oder so. Das war's auch schon vom Audi A5 Sportback 2 Liter TDI als Facelift-Variante. Mich würde interessieren, welches Soundfile fand ihr am geilsten und wie findet ihr die Optik vom Facelift-Modell zum Vorfacelift? Ich freue mich auf euer Feedback und bis im nächsten Video.